Mann namens Rodney King mit seinem Auto leicht angetrunken durch die Straßen von Los Angeles. Er geriet in eine Polizeikontrolle, hatte aber verständlicherweise keine Lust, kontrolliert zu werden. Er gab Gas und lieferte sich mit der Polizei von Los Angeles eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt. Irgendwann hat man ihn geschnappt. Als die Polizisten ihn aufforderten, aus dem Auto zu steigen, wehrte er sich. Vier Polizisten standen um ihn herum und haben ihn dann mit brutaler Gewalt aus dem Auto gezerrt. Und als er sich immer noch widersetzte, benutzten sie ihre Schlagstöcke und Tritte. Und selbst als der Mann schon längst wehrlos am Boden lag und nahezu bewusstlos war, schlugen die Polizisten immer noch auf ihn ein. Das war 1991 nichts Ungewöhnliches, denn Rodney King war Schwarzer. Und das ist damals häufiger vorgekommen, dass solche Menschen von der Polizei brutal behandelt wurden. Das Ungewöhnliche damals war, dass der ganze Vorgang auf Video festgehalten wurde. Ein Anwohner hatte eine kleine Videokamera dabei und hat das alles aufgezeichnet. Am nächsten Tag ging dieser Vorfall durch die Medien des Landes. Und die Menschen in Amerika konnten sehen, wie vier Polizisten auf einen wehrlos am Boden liegenden Mann eintreffen. Es gab einen Aufschrei. Die Polizisten wurden später noch einmal vor ein Gericht gestellt, ein Jahr später. Angeklagt wegen ihres brutalen Vergehens. Und alle freigesprochen. Keiner von denen wurde zu dem Zeitpunkt verurteilt. Die schwarze Bevölkerung von Los Angeles war außer sich. Für sie war dieses Urteil ein Beweis der Ungerechtigkeit gegenüber der Schwarzen in diesem Land. Und die haben das nicht einfach auf sich sitzen lassen. Die sind auf die Straßen gegangen. Es gab riesige Unruhen damals. Mehrere Tage lang haben die Stadt in ein Chaos verwandelt. Über 1 Million Dollar Schaden. 53 Menschen sind gestorben. Mehrere tausend wurden verletzt. Wenn du heute noch nach Los Angeles fährst, kannst du die Spuren davon noch sehen. Das ist noch nicht alles wieder verheilt. Der Präsident damals, der musste die Armee losschicken, damit die Zustände wieder halbwegs unter Kontrolle kriegt. Und die Demonstranten auf den Straßen, während die das ganze Chaos veranstaltet haben, die haben immer einen bestimmten Slogan gerufen. No justice, no peace. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Das war der Slogan. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Gerechtigkeit ist eines von den Dingen, auf die ein Mensch unmöglich verzichten kann. Der Mensch ist sehr genügsam. Der kann auch mit extremen Situationen zurechtkommen. Der Mensch kann lange Zeit extreme Kälte ertragen, extreme Hitze. Der Mensch kann Hunger leiden, längere Zeit. Der Mensch kann jahrelang in Armut leben. Der kann selbst Extremsituationen wie Krieg relativ passabel verkraften. Aber Ungerechtigkeit niemals. Ungerechtigkeit erträgt ein Mensch niemals auf Dauer. Und aus dem Grund haben sich Menschen zu allen Zeiten Gedanken gemacht über sowas wie eine Gesellschaftsordnung. Die Idee hinter einer Gesellschaftsordnung ist, Gerechtigkeit zwischen den Menschen herzustellen. Denn ohne Gerechtigkeit geht es nicht. Und die Muslime benutzen heute für so eine Gesellschaftsordnung einen Ausdruck, der im 7. Jahrhundert wörtlich übersetzt Weg zur Wasserquelle bedeutet. 7. Jahrhundert, arabische Wüste, Weg zur Wasserquelle. Eigentlich ein schöner Ausdruck. Denn genauso wie du in der Wüste nicht überleben kannst, wenn du keinen Weg zu einer Wasserquelle findest, genauso kann der Mensch auch nicht überleben, wenn er keine gerechte Gesellschaftsordnung hat. Und wenn man jetzt diesen Ausdruck, Weg zur Wasserquelle, wörtlich ins Arabische übersetzt, dann bekommt man den Ausdruck Scharia. Das ist die wörtliche Bedeutung von diesem Wort Scharia. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann merkt man schnell, dass Scharia mehr ist als das, was die Menschen darunter verstehen. Heutzutage hat man nur diesen beschränkten Blick auf die Scharia, als wäre das nur ein System von bestimmten Strafen. Aber Scharia ist viel umfassender. Scharia ist ein komplettes System von Vorschriften für den Menschen an sich. Es enthält beispielsweise Regeln für deine Bekleidung oder auch Essvorschriften. Es enthält Vorschriften für den Umgang der Menschen miteinander. Beispielsweise für den Menschen mit seiner Mutter, mit seiner Ehefrau, mit seiner Tochter, mit Nachbarn oder Freunden. Für all das gibt es Vorschriften. Selbst mit Menschen, mit denen man nur kurzzeitig zu tun hat, wie beispielsweise ein Händler und sein Kunde. Für den Umgang, dafür gibt es auch Vorschriften in der Scharia. Die Scharia enthält Vorschriften für den Umgang mit Tieren.
sei es mit Tieren, die man gejagt hat, mit Haustieren etc. Vorschriften für den Umgang mit der Umwelt, mit Rohstoffen und diesen Dingen. Sie enthält Vorschriften für den Umgang des Staates mit seinen Bürgern. Das heißt, sie enthält auch so etwas wie eine verfassungsmäßige Ordnung. Scharia enthält sogar ein Wirtschaftsrecht. Damit kann man einen ganzen Staat aufbauen, nur mit dem islamischen Wirtschaftsrecht der Scharia. Und Scharia enthält auch ein Strafrecht. Das, was eigentlich die meisten Menschen nur mit der Scharia verbinden. Aber wie man hört, ist Scharia mehr als das. Und diese ganzen Vorschriften, die sind nicht Selbstzweck. Die sind nicht einfach so da, sondern damit werden bestimmte Ziele verfolgt. Und die sind auch in der Scharia festgelegt. Hier in Deutschland würde man darunter wahrscheinlich sowas wie Rechtsgüter verstehen. Und wir nennen das die Ziele der Scharia oder auch Maqasid. Die Ziele, die durch diese Vorschriften erreicht werden sollen, sind 5 insgesamt. Das ist zum einen die Bewahrung der Religion. Der Mensch soll in der Lage sein, seine Religion zu bewahren. Dazu gibt es Vorschriften wie das Gebet, das Fasten, den Gottesdienst in der Moschee, die Pilgerfahrt etc. Alles Vorschriften, damit der Mensch seine Religion bewahrt. Sie enthält Vorschriften zur Bewahrung des Lebens. Nicht zuletzt natürlich auch deswegen ein Strafrecht, falls man jemandem anderen zu Unrecht das Leben nimmt. Sie enthält Vorschriften nicht nur zur Bewahrung der körperlichen Gesundheit, wie das Leben, sondern auch der geistigen Gesundheit, nämlich des Verstandes. Zum Beispiel ist es Muslimen nicht erlaubt, etwas zu trinken, was ihren Verstand berauscht. Wahrscheinlich wäre auch heute nach der Scharia das Fernsehprogramm von RTL 2 verboten, denn das ist auch nicht wirklich gesund für den Verstand. Nach der Scharia gibt es auch Vorschriften zur Bewahrung der Abstammung. Das bedeutet, dass jeder Mensch zu jeder Zeit weiß, wer seine Mutter und wer seine Vater sind. Dass es klar ist. Dazu gibt es beispielsweise die Vorschrift der Ehe. Es gibt keine Beziehung außerhalb der Ehe. Und es gibt ein ganzes Set von Vorschriften, damit das auch so bleibt, dass es nicht versehentlich aufgrund der Schwäche des Menschen zu einer Beziehung außerhalb der Ehe kommt. Und sie enthält auch Vorschriften zur Bewahrung des Besitzes. Dazu haben wir auch ein Strafrecht für Diebstahl oder ähnliche Delikte. Und dazu ist letzten Endes auch das Verbot des Zinsnehmens gedacht. Der Zinsnehmen ist nach unserem Recht ist eine unrechtmäßige Inbesitznahme von fremden Gütern. Und der Islam ist nur komplett, wenn man all diese Vorschriften zusammennimmt. Man kann nicht eine Vorschrift davon rausnehmen, durch etwas anderes ersetzen und dann immer noch sagen, das ist die Scharia des Islam oder die Religion, die dabei herauskommt, ist der Islam. Es gab früher immer mal Menschen, die haben das so gemacht, die haben sich verschiedene Religionen angeschaut und die haben sich dann das rausgesucht, was passte und haben dann aber eine neue Religion erschaffen. Wenn ich beispielsweise die Vorschriften für das Gebet und das Fasten herausnehme und durch christliche Vorschriften ersetze, wir gehen in die Kirche, wir feiern eine Messe wie die Kirche, wie die Christen, wir beten wie die Kirchen, dann habe ich nicht einen christlichen Islam. Ich habe dann eine neue Religion. Und genauso wenig, wenn ich Staatsvorschriften aus der Scharia herauslöse und durch andere ersetze, dann habe ich nicht einen säkularen Islam. Ich habe auch nicht einen modernen Islam oder einen Islam des 21. Jahrhunderts. Ich bekomme eine andere Religion. Man kann sowas machen, aber was dabei herauskommt, ist nicht mehr Islam. Islam ist nur das ganze komplette System. Auf die Idee, Gebetsvorschriften von einer Religion rauszunehmen, käme ja auch niemand. Gebete gehören ja klassischerweise zur Religion. Aber Staatsvorschriften, Wirtschaftsrecht, Strafrecht, was hat das mit Religion zu tun? Für die meisten Menschen hier ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil eines Staates, dass der nichts mit Religion zu tun hat. Das ist der komplette Albtraum hier. Religion und Staat, niemals zusammen. Das kann ja auch nicht gut gehen. Und ich kann die Menschen hier auch verstehen, warum die so denken. Wenn man hier aufgewachsen ist und wenn man die Geschichte Europas betrachtet, dann ist es nur allzu verständlich, warum die Menschen so denken. Hier haben die, wenn Religion und Staat vermischt waren oder zusammengegangen sind, eigentlich immer negative Erfahrungen damit gemacht. Wenn das in der Geschichte Europas der Fall war, dann waren die Menschen verarmt, es gab keinen wissenschaftlichen Fortschritt und kaum einer hatte das Gefühl, dass er in einem gerechten Staat lebt. Und das sind die wesentlichen Aspekte eigentlich für jeden Menschen, wenn er in einer Gesellschaft lebt. Wir Muslime, wir haben eine komplett gegenteilige Erfahrung gemacht. Das, was die Menschen hier die ganze Zeit vermisst haben, das hat es in unserer Geschichte nur dann gegeben, wenn Religion und Staat zusammen waren und eine Einheit gebildet haben. Die Bundesrepublik, in der wir heute leben, ist ein sozialer Bundesstaat, laut Verfassung.
Sozialer Staat bedeutet, dass auch im Ernstfall, dass jeder Mensch noch zumindest genug hat, um zu leben, zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand arbeitslos wird, dann gibt es einen Staat, der für einen sorgt. Er bezahlt dann noch zumindest das Minimum, damit der Mensch weiterleben kann. Oder wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und nicht mehr weiterarbeiten kann, dann sorgt der Staat für einen. Das sind alles Punkte eines Sozialstaates. In Europa ist sowas eine Neuigkeit. Sozialstaat, das ist eine moderne Erfindung, denkt man hier. Aber die Muslime kennen einen Sozialstaat eigentlich schon seit dem 7. Jahrhundert. Schon der zweite Kalif Omar, der hat ähnliche Vorschriften damals durchgeführt oder durchgesetzt im Staat. Wenn damals jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war zu arbeiten, dann hat auch der Staat für ihn gesorgt. Er hat auch so etwas wie eine Rente eingeführt. Das heißt, wenn die Menschen ein bestimmtes Alter erreicht haben, nicht mehr arbeiten konnten, hat der Staat für diese Menschen gesorgt. All diese Systeme, all diese Dinge, die gab es damals schon. Das war in Europa eine Neuigkeit. Aber wir Muslime kannten sowas schon vor 1400 Jahren. Später gab es auch Überlegungen zur sogenannten Barrierefreiheit. Hier sorgt der Staat beispielsweise dafür, dass Menschen mit Behinderung, dass sie trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das gab es auch schon vor langer Zeit bei den Muslimen. Der Staat hat in einer Zeit Blindenführer bezahlt. Das heißt, wenn jemand erblindet war und nicht mehr so gut in der Stadt zurechtkam, dann hat der Staat für ihn jemanden bezahlt, der ihn geführt hat. Das heißt, diese Dinge, die kannten die Muslime schon in ihrer Geschichte. Die sind eigentlich nichts Neues. Und das wurde alles damals bezahlt mit nur 2,5% Steuern, die die Muslime dafür aufbringen mussten. Das ist das, was wir Zakat nennen. 2,5%, wir haben all das ermöglicht. Und man soll das nicht unterschätzen, was 2,5% pro Jahr von jedem bewirken können. Hier in Deutschland hat der deutsche Staat 2,2 Billionen Euro Schulden. Die meisten Menschen würden sagen, das kann man niemals wieder zurückzahlen. Das ist nicht mal so. Wenn die reichsten 10% in diesem Land jedes Jahr 5% von ihrem Vermögen abgeben würden, dann wäre das alles in 10 Jahren bezahlt. 5% ist nicht viel, aber man kann viel damit bewirken. Und im Islamischen Reich war es ja auch nicht mal so, dass man mit Zinsen Geld verdienen konnte. Das heißt, wenn es dort einen reichen Bürger gab und der jedes Jahr 2,5% von seinem Vermögen abgeben musste, dann musste er das Ganze investieren. Sonst verliert er ja jedes Jahr. Und das einfach zur Bank bringen und Zinsen nehmen konnte er auch nicht. Das hat auch dazu geführt, dass die Wirtschaft florierte. Das heißt, das ganze gesellschaftliche Leben, das war ein anderes, wie die Muslime das in der ersten Zeit im Kalifat kennengelernt haben. Als hier in Europa das dunkle Mittelalter anbrach, das kennen die meisten Menschen noch, daher auch diese Idee, dass es einen ewigen Kampf zwischen Religion und Wissenschaft gibt. Das kennen die meisten Menschen nicht. Religion ist der Feind von der Wissenschaft. Das kommt aus der Zeit des dunklen Mittelalters, wo Religion hier in Europa tatsächlich den wissenschaftlichen Fortschritt behindert hat. Aber das dunkle Zeitalter war eigentlich kein dunkles Zeitalter. Das war das Zeitalter der Muslime. Die Muslime kennen genau diese Epoche als das goldene Zeitalter. Denn die waren in dieser Zeit, ca. 1000 Jahre lang, die Führer der Welt in allen Wissenschaften. Mathematik, Physik, Chemie, Astronomie, Medizin, Biologie, wo man hinschaut. Wenn damals jemand sich in diesen Bereichen ausbilden wollte, der hatte keine andere Möglichkeit, als zu den Muslimen zu gehen. Und man sieht die Spuren davon noch heute, nicht nur im wissenschaftlichen Fortschritt in Europa. Man sieht das noch an vielen Wörtern, die wir heute in der deutschen Sprache benutzen, die ursprünglich aus der arabischen Sprache stammen. Beispielsweise, wenn ein Admiral zur See fährt, dann ist das ein Amirul Bahr. Das ist das arabische Wort dafür. Amirul Bahr ist der Befehlshaber des Meeres. Daher stammt das deutsche Wort Admiral. Oder wenn man ein Magazin liest, dann liest man Mechazin. Mechazin ist das arabische Wort, das hat man früher benutzt für eine Sammelstelle von Informationen. Daher stammt das Wort Magazin. Wenn eine Razzia durchgeführt wird, dann führt die Polizei eine Razzia durch. Razzia ist ein militärischer Angriff. Razzia ist nicht ganz so schlimm, aber daher kommt das Wort. Oder wenn man auf eine Safari geht, das Wort Safari stammt vom arabischen Wort Safar, was Reise bedeutet. Wenn wir uns auf eine Matratze legen, dann legen wir uns auf eine Matrach. Matrach ist das arabische Wort für Bodenkissen. Und selbst das Wort Sofa stammt ursprünglich vom arabischen Sofa. Das sind alles noch Spuren aus dieser Zeit. Besonders in den verschiedenen Wissenschaften merkt man das noch. Ja, man sieht diese Spuren ganz deutlich. Wenn man in die Schule geht und man lernt Algebra, das haben wir alle gelernt, dann lernt man Al-Jabr. Al-Jabr, das ist das Zusammenfügen gebrochener Teile.
Das war der arabische Wort. Daher kommt das Wort Algebra, was wir heute benutzen. Und Al-Jabr, diesen Ausdruck, der stammt von einem Buchtitel von einem muslimischen Mathematiker aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Sein Name war Al-Khawarizmi. Und selbst dieser Name, den benutzen wir heute noch, aber allerdings in leicht abgewandelter Form. Denn das Wort Algorithmus kommt von diesem Namen. Im Mittelalter nannte man das Algorithmus. Und Algorithmus war der Ausdruck für die Kunst, mit arabischen Zahlen zu rechnen. Und das war eine Revolution, die die Araber damals durchgeführt haben. Nicht zuletzt zurückgehend auf diesen Mathematiker Al-Khawarizmi. Denn er hat in die arabischen Zahlen die Ziffer 0 eingeführt. Das heutige Dezimalsystem, was wir benutzen, das stammt ursprünglich von ihm. Wenn du mal heute schaust, wenn du in die Schule gehst und du lernst, wie man addiert und subtrahiert und diese Dinge, das geht sehr einfach im Dezimalsystem, was wir benutzen. Früher mit den römischen Zahlen war das ein einziges Chaos. Aber das hat enorm zum Fortschritt hier beigetragen. Nur diese Ziffer 0, die man in das Zahlensystem eingeführt hat. Und dieser Ausdruck Ziffer stammt auch aus dem Arabischen. Das kennen die Araber noch heute als Ziffer. Ziffer bedeutet 0. Daher kommt der Ausdruck Ziffer. Oder wenn jemand Chemie studiert. Früher hat man nicht Chemie studiert, sondern Alchemie. Das ist ein alter Ausdruck dafür. Und Alchemie kennen die Araber als Alchemie. Und wenn man dabei Alkohol verwendet, dann verwendet man Al-Kohl, arabischer Ausdruck. Selbst in der Astronomie findet man zahlreiche Sternennamen, die ursprünglich auf die Araber zurückzuführen sind, weil die diese Sterne entdeckt und benannt haben. Zum Beispiel im Sternbild Walfisch findet man einen Stern namens Fomalhaut. Fomalhaut sagt heute eigentlich keinem was. Aber der Araber kennt diesen Stern als Femulhut. Femulhut ist der Mund oder das Maul des Walfisches. Und das ist auch der Stern, der damit bezeichnet wird. Oder im Sternbild Orion. Orion war so ein Jäger in der griechischen Sage. Dann sieht man einen Stern, der seinen Fuß repräsentieren soll. Der Stern heißt heute Rigel. Geht zurück auf das arabische Rigel für Fuß. All diese Dinge gehen darauf zurück, dass die Araber sehr lange Zeit die Führer waren in Bereichen der Wissenschaft. Im 12. Jahrhundert, als Spanien zurückerobert wurde, da kamen zwei englische Gelehrte namens Daniel of Morley und Adelard of Bath, sehr bekannt in der englischen Geschichte, kamen nach Spanien und haben sich das angeschaut, was die Muslime da zurückgelassen haben. Den ganzen Fundus an Wissen, was man dort noch finden konnte. Das haben die unter die Arme gepackt, sind nach England zurückgegangen. Ein Jahrhundert später wurde darauf basierend Oxford University gegründet. Thomas Arnold war ein englischer Historiker, der hat im 19. Jahrhundert gesagt, die wissenschaftliche Revolution, die wir hier in Europa erlebt haben, im 16. und 17. Jahrhundert, die geht darauf zurück, dass hier einmal die Muslime waren. Es ist deswegen keine Übertreibung, wenn man heute sagt, der Grund, dass wir mit einem iPhone telefonieren können, ist derjenige, dass die Muslime einmal Spanien erobert haben. Das alles hätte aber keinen Wert ohne Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit nützte weder Fortschritt noch Wohlstand etwas. Und auch in diesem Bereich waren die Muslime führend. Und das nicht erst im 14., 15. Jahrhundert, sondern schon im 7. Wenn wir heute hier vor einem Gericht stehen, dann gilt grundsätzlich, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist. Grundsätzlich ist jeder Mensch unschuldig. Es sei denn, man kann seine Schuld beweisen für ein bestimmtes Verbrechen. Das war hier nicht immer so, dass man so einen Grundsatz hatte. Im Mittelalter schon gar nicht. Diese Idee kommt aber ursprünglich von den Muslimen. Eingeführt hat sie in Europa ein französischer König, Ludwig IX. War das, glaube ich, im 13. Jahrhundert. Aber diese Idee hat er bekommen von den Muslimen. Er war sowieso ein König, der Gerechtigkeit beliebte und liebte und dafür bekannt war. Und er ging öfter auf Reisen, unter anderem auch in das Islamische Reich. Und dort hat er von christlichen Mönchen gehört, wie das bei einem islamischen Gericht zugeht, was da für Grundsätze gelten. Nicht zuletzt ein Grundsatz wie im Zweifel für den Angeklagten, heute auch sehr weit verbreitet. Ohne das könnte man sich das hier gar nicht mehr vorstellen. Wenn man Zweifel hat an deiner Schuld, wirst du eigentlich freigesprochen. Das geht zurück auf den zweiten Kalifen Umar, der genau das gesagt hat. Er sagte damals, es ist mir lieber, dass ich einen Schuldigen laufen lasse, als dass ich einen Unschuldigen bestrafe. Und das kennen wir als im Zweifel für den Angeklagten. Ein jüdischer Historiker in Amerika namens Emden Cohen, der hat im 16. Jahrhundert 1000 Fälle von Juden gesucht, die zum Gericht untersucht, die zum Gericht gegangen sind. Gerichtsfälle nur von Juden. Und die haben im Islamischen Reich gelebt. 1000 Fälle von Juden, die zu einem Gericht gegangen sind. Und jetzt muss man wissen, dass die Juden im Islamischen Reich die Möglichkeit hatten, zu ihrem eigenen Gericht zu gehen.
zu einem jüdischen Gericht. Und dieser Historiker hat festgestellt, dass die meisten Juden es vorgezogen haben, zu einem Scharia-Gericht zu gehen. Und er hat ausführlich dazu geschrieben, dass sie eher das Gefühl hatten, bei einem Scharia-Gericht ihr Recht zu bekommen, als bei einem jüdischen Gericht, obwohl sie die Möglichkeit dazu haben. Das sind alles Dinge, die die Muslime mit dem Ausdruck Scharia verbinden. Das ist nicht nur ein Strafrecht, das ist Gerechtigkeit, Wohlstand und Fortschritt in der Wissenschaft. Und das sind nicht Geschichten aus Tausend und einer Nacht, das ist unser historisches Erbe. Aber wisst ihr, wie man das heute in der Zeitung nennt? Einen rückwärtsgewandten Ur-Islam. So nennt man das. Letztens noch gelesen, einen rückwärtsgewandten Ur-Islam. Kann man es die Muslime wirklich übel nehmen, wenn sie sagen, sie wollen dahin noch einmal zurück? Wenn die Menschen hier in dem Land diese Zeit miterlebt hätten, die würden heute nicht mit dem Finger auf die Muslime zeigen, ganz sicher nicht. Und dass das so gut in der Geschichte funktioniert hat, das ist für den Muslim eigentlich keine Überraschung. Denn der Muslim ist der festen Überzeugung, dass all diese Vorschriften sich nicht einfach irgendjemand ausgedacht hat, der meint, er wollte eine besonders schlaue Gesellschaftsordnung entwickeln, sondern dass das auf eine Offenbarung vom Schöpfer, vom Himmel und Erde zurückgeht. Das ist unsere feste Überzeugung. Und deswegen käme auch ein Muslim nicht auf die Idee, einen Teil davon rauszulösen und durch einen anderen zu ersetzen. Vollkommen egal, ob es dabei um Gebete oder um eine politische Ordnung geht. Wer bist du, der du entscheiden kannst über das, was der Schöpfer von Himmel und Erde für richtig und falsch empfinden kann? Ich glaube auch, dass so Werte wie Gerechtigkeit sich nur dann so durchsetzen können, wenn man das Ganze dem Schöpfer von Himmel und Erde überlässt. Denn die Geschichte hat gezeigt, dass der Mensch, sobald er in der Lage ist und Macht in seinen Fingern hat, dass er alles stiftet, aber bloß keine Gerechtigkeit. Wenn man sich die Geschichte Amerikas anschaut, was haben die gemacht, als sie das Land erobert haben? Wie ist das der indianischen Urbevölkerung gegangen? Und interessanterweise, wenn der Mensch 200 Jahre in seine Geschichte zurückschaut, dann schüttelt er ganz oft mit dem Kopf und denkt manchmal, was haben wir denn damals nur angestellt? Was haben wir uns dabei gedacht? Das sagen auch heute eine ganze Reihe von Amerikanern. Damals war das völlig normal. Aber heute schauen die in ihre Geschichte zurück, sehen das, was sie den Indianern angetan haben und denken, was haben wir uns nur dabei gedacht? Dasselbe mit dem Zeitalter der Sklaverei, als sie Millionen von Menschen von Afrika nach Amerika gebracht haben. Damals völlig normal. Heute schauen die zurück, schütteln mit dem Kopf und denken, was haben wir uns dabei gedacht? Die Spanier im 16. Jahrhundert. Was ist der Grund dafür, dass heute in Südamerika größtenteils Spanisch gesprochen wird? Das Land haben die Spanier erobert. Und die haben dort eine einzige Schneide der Verwüstung hinterlassen. Damals normal. Heute fragen die sich, was haben wir uns dabei gedacht? Die Holländer hatten noch bis Anfang der 90er Jahre ein grausames Apartheidsregime in Südafrika. Das habe ich noch in der Schule kennengelernt. Das ist nicht so lange her. Die haben ein Regime da installiert, was die Weißen bevorzugt hat und die Schwarzen dann vollkommen verdrängt hat. Als sie das installiert haben, hat sich keiner was dabei gedacht. Heute denken die, was haben wir uns dabei gedacht? Und die Deutschen sind nichts besser. Wenn wir 80 Jahre in der Zeit zurückgehen, was war hier alles normal? Heute sagen die Deutschen, was haben wir uns nur dabei gedacht? Die Menschen haben sich immer dabei gedacht, dass sie die Wahrheit finden. Das war deren Überzeugung. Das ist Gerechtigkeit. Der Mensch ist aber von seiner Natur aus gar nicht in der Lage, so etwas wie Gerechtigkeit herzustellen unter den Menschen. Denn der Mensch neigt immer dazu, seine eigene Partei zu bevorzugen. Das liegt in seiner Natur. Wenn zwei Mannschaften Fußball spielen, was weiß ich, Bayern München gegen Borussia Dortmund, dann wird man als Schiedsrichter immer jemanden nehmen, der weder aus München noch aus Dortmund stammt. Weil man weiß, wenn er aus einer von diesen Städten kommt, dann neigt er dazu, seine Partei zu bevorzugen. Wer könnte also Gerechtigkeit herstellen? Wer könnte Rechten und Pflichten zwischen den Menschen gerecht aufteilen? Nehmen wir nur mal das Beispiel Männer und Frauen. Wer könnte Rechten und Pflichten zwischen Männern und Frauen gerecht aufteilen? Du müsstest ja, um sowas zu entscheiden, müsstest du ja jemanden finden, der weder Mann noch Frau ist. Sonst ist er ja nicht neutral. Wenn du die Frauen fragst, die werden immer versuchen, die Frauen zu bevorzugen. Bei den Männern ist es nicht anders. Gerechtigkeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Unternehmer und Arbeiter. Klassischer Klassenkampf in der westlichen Welt. Wer könnte Gerechtigkeit herstellen? Wer kann gerecht Rechten und Pflichten verteilen? Der Arbeitgeber, der Unternehmer hätte am liebsten, dass die Leute mehr arbeiten und weniger Lohn nehmen. Und die Arbeiter genau umgekehrt. Die würden am liebsten weniger arbeiten und mehr Lohn bekommen. Wer kann das verteilen? Jemand, der weder Unternehmer noch Arbeiter ist. Oder zwischen Staat und Bürger.
Der Staat hätte am liebsten, dass man den Leuten weniger geben muss und mehr Steuern einnimmt. Die meisten Menschen, die Bürger im Land, genau umgekehrt. Die würden am liebsten weniger Steuern bezahlen und mehr vom Staat bekommen. Wer kann Gerechtigkeit herstellen? Wer kann Rechte und Pflichten gerecht verteilen? Jemand, der nicht zur Regierung gehört und der kein Bürger ist. Oder zwischen verschiedenen Völkern auf diesem Planeten. Wer stellt Gerechtigkeit her? Das müsste ja jemand sein, der zu keinem Volk auf diesem Planeten gehört. Wer könnte also Gerechtigkeit wirklich zwischen den Menschen herstellen? Jemand, der weder Mann noch Frau, der weder Unternehmer noch Arbeiter, der weder Bürger noch zu einer Regierung gehört und der zu keinem Volk oder keiner Nation auf diesem Planeten gehört. Das wäre eine neutrale Person. Die versucht man zu finden. Gerechtigkeit ist deswegen eine Sache, die der Muslim vertrauensvoll in die Hände des Schöpfers von Himmel und Erde bringt. Für einen Muslim ist es deswegen selbstverständlich, dass die Religion auch Regeln enthält für die Beziehung zwischen Staat und seinen Bürgern. Ein Muslim könnte sich nicht vorstellen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde sich jahrtausendelang das Chaos anschaut, was die Menschen hier anrichten, und nichts dazu sagt. Er hat die Lösung quasi parat, weil er allwissend ist, aber er macht nichts. Und deswegen sind wir froh darüber, dass wir ein komplettes Set haben, was quasi alle Regeln oder alle Beziehungen der Menschen untereinander regelt. Und zwar Regeln von jemandem, der nicht parteiisch ist, der nicht zu einer bestimmten Fraktion von Menschen gehört. Es ist deswegen ein bisschen traurig, dass hier unter Scharia eigentlich immer nur das Strafrecht verstanden wird. Wenn man hier in Deutschland den Ausdruck Scharia hört, ist eigentlich immer nur Strafrecht. Was anderes kennt der Mensch nicht. Und der Muslim wird auch immer nur danach gefragt. Wenn jemand hier auf der Straße gefragt wird, was er von Scharia hält, dann meint man damit immer nur diesen einen Aspekt. Ich habe ein Sprichwort diesbezüglich gehört. Ein arabisches Sprichwort sagt, man nimmt von einem Kamel nur das Ohr. Du hast ein Riesenkamel, aber das Einzige, was dich interessiert, ist das kleine Ohr an seinem Kopf. Und genauso ist das, wenn man mit Scharia nur das Strafrecht verbindet. Scharia ist ein riesenkomplexes Gebäude. Das Strafrecht ist nur ein Teil davon. Es gehört dazu. Es ist ein Teil der Religion, zweifellos. Aber es ist nur ein kleiner. Scharia bedeutet auch, dass man seinen Nachbarn hilft. Scharia hat auch Regeln darüber, wie man mit anderen Leuten umgeht. Und das sind doch eigentlich die Dinge, die eine praktische Bedeutung für einen Muslim hier haben. Welche praktische Bedeutung hat das islamische Strafrecht für einen Muslim in Deutschland? Wann habt ihr zuletzt einen Muslim in Deutschland getroffen, der einen Dieb verurteilt hat? Ich kenne so jemanden nicht. Strafrecht ist eine Sache, die Bedeutung hat für einen islamischen Richter in einem islamischen Land, der bei einem islamischen Gericht ein islamisches Urteil fällt. Für den hat das praktische Bedeutung. Der wendet das in seinem Alltag an. Aber so eine Person gibt es in Deutschland gar nicht. Viel interessanter wäre es doch, wenn ich schon einen Muslim nach seiner Beziehung zu Scharia frage, viel interessanter wäre es doch, ihn zu fragen, was er davon hält, was die Scharia über den Umgang mit Nachbarn sagt. Das hat doch viel mehr Bedeutung. Das hat doch tatsächlich praktischen Einfluss auf das Leben der Muslime mit den anderen Menschen in diesem Land. Aber das interessiert die meisten gar nicht. Und das Strafrecht ist eine Sache, wenn der Mensch hier davon hört, dann wird er davon quasi abgeschreckt. Ja? Da steigt der Blutdruck, selbst wenn das nicht mal in diesem Land ist. Dieses Jahr wurde in Brunei, ein ganz kleines Land irgendwo bei Indonesien und Malaysia, da hat der Herrscher von Brunei gesagt, so ab Mai führen wir schrittweise ein Scharia-Strafrecht ein. Und die Welt war außer sich. Der amerikanische Präsident war besorgt. Es gab Boykottaufrufe etc. Und der Herrscher hatte was Schönes gesagt. Er sagte, warum respektieren uns andere Länder nicht genauso, wie wir andere Länder respektieren? Man stelle sich mal vor, die Golfländer würden sich zusammentun. Und die würden jetzt ein öffentliches Statement abgeben, dass sie das verurteilen, dass beispielsweise Ehebruch in Deutschland straffrei ist. In Deutschland wird man nicht vom Staat dafür bestraft, wenn man seiner Frau fremd geht. Das ist in einigen Golfländern anders. Wenn sie jetzt diese Könige zusammensetzen an einen Tisch, würden ein Riesenstatement und würden sagen, wir verkaufen Deutschland kein Öl mehr deswegen und das geht so nicht und die müssen, dann würden die Menschen hier denken, was ist los? Was fällt denen denn ein, unser Strafrecht zu kritisieren? Die Welt dreht sich doch um uns, nicht um die. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, der studiert an der Universität Münster Kulturwissenschaften. Er sagte, die Ursache dahinter ist ein Phänomen, das nennt sich Eurozentrismus. Der Mensch in Deutschland
der neigt dazu, oder in Europa allgemein, neigt dazu, die ganze Welt nach seinen Maßstäben zu beurteilen. Und er sagte, wenn man hier Kulturwissenschaften an der Uni studiert, dann ist das anders. Diese Krankheit wird aus den Herzen erstmal entfernt. Er sagte, wenn hier jemand hinkommt und hat diesen europäischen Maßstab, diese Brille auf, die wird ihm erstmal abgesetzt. Man versucht, andere Kulturen aus deren Geschichte heraus zu verstehen. Nicht immer mit einer europäischen Brille auf. Aber wenn es um Strafrecht geht, ist das Erste, was einem Menschen hier einfällt, das ist zu hart. Islamisches Strafrecht, das ist zu hart. Wenn man es polemischer formulieren würde, dann würde man sagen, barbarisch, grausam etc. Aber das läuft alles auf das Gleiche hinaus. Es ist einfach zu hart. Und der Grund für diese Beurteilung liegt einfach nur darin, dass die Menschen hier aufgewachsen sind. In diesem Land und in dieser Zeit. Wären die in einem anderen Land aufgewachsen, dann wäre das nicht so. Wären die vielleicht im Kongo aufgewachsen oder in Pakistan oder vielleicht im Dschungel von Südamerika, dann würden die das gar nicht so empfinden. Diese Empfindung kommt nicht durch die Erziehung hier. Ist einfach eine Sache, die hier undenkbar ist. Und dadurch übernehmen die Menschen das. Wären die hier in einer anderen Zeit aufgewachsen, dann würden die das vielleicht auch gar nicht so sehen. Vor 150 oder vor 200 Jahren, da wäre das auch nicht so erstaunlich in Deutschland gewesen. Diese Beurteilung kommt also im Wesentlichen daher, dass die Menschen heute zu dieser Zeit in diesem Land aufwachsen. Und deswegen betrachte ich solche Ausdrücke wie Härte, grausam, barbarisch eigentlich als nichts weiter als Polemik. Denn die sind doch kein Maßstab für die Beurteilung von einem Strafsystem. Ich könnte das mildeste Strafsystem der Welt ohne Probleme entwickeln. Ohne Probleme. Schaff einfach alle Strafen ab. Noch barmherziger geht es nicht, oder? Das ist doch das Maximum. Im Vergleich dazu ist das deutsche Strafrecht regelrecht grausam. Aber habe ich jetzt ein besseres Strafrecht dadurch bekommen? Ist das der Maßstab? Milde und Barmherzigkeit? Die Idee hinter dem Strafrecht ist doch was ganz anderes. Ist doch nicht, dass man einen Menschen bestrafen möchte, um Rache an ihm zu üben. Eigentlich möchte man dadurch doch erreichen, dass eine Gesellschaft in Sicherheit leben kann. Du kannst ja nicht irgendwo leben, wenn du jeden Moment Angst haben musst, dass einer über die Mauer geklettert kommt und deine Wohnung leerräumt. Man möchte für Sicherheit sorgen. Die Menschen, die in diesem Land leben, sollen vor Verbrechen beschützt werden. Dann schauen wir uns mal das Strafsystem hier an. Wenn du hier anfängst zu klauen, da passiert erstmal gar nichts. Das erste Mal nicht, das zweite Mal wahrscheinlich auch nicht. Wenn du das öfter machst und vielleicht irgendwann noch mit anderen zusammen, dann auch vielleicht eine Waffe dazu nimmst, dann ist es schon Raub. Dann kommst du irgendwann einmal ins Gefängnis. Vielleicht für ein Jahr oder für zwei Jahre. Was macht der Mensch jetzt im Gefängnis? Der Mensch ist ja ein Sozialwesen. Der freundet sich erstmal mit anderen Menschen da an. Kannst ja nicht die ganze Zeit alleine bleiben. Was sind das jetzt für Menschen, mit denen du dich im Gefängnis anfreundest? Das sind Verbrecher. Das sind Verbrecher. Was werden die dir wohl beibringen? Was lernt ein Mensch, der ein oder zwei Jahre im Gefängnis ist? Was werden die dem wohl sagen? Hey Junge, kannst doch nicht machen, musst doch ein ehrlicher Mensch sein. Das wird er von denen nicht zu hören bekommen. Der lernt doch im Gefängnis nicht, wie man ein besserer Mensch wird. Der lernt im Gefängnis, wie er ein besserer Verbrecher wird. Du kannst im Gefängnis lernen, wie du das nächste Mal genau das Gleiche anstellst, ohne dabei erwischt zu werden. Das kannst du im Gefängnis lernen. Ein Gefängnis, das ist eine Hochschule für angewandtes Verbrechen. Und die besuchst du für ein oder zwei Jahre. Du hast die besten Professoren, die du dir in diesem Bereich überhaupt wünschen kannst. Wenn der Mensch rauskommt, der ist kein besserer Mensch. Der ist ein besserer Verbrecher. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Was war die Idee von einem Strafrecht? Ich möchte ja andere Menschen davor beschützen, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. Kann ich das dadurch erreichen, indem ich immer bessere Verbrecher ausbilde? Auf Hochschulen für angewandtes Verbrechen? Mit Sicherheit nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das deutsche Strafrecht, auch wenn es milder ist und barmherziger, dass es besser die Aufgabe als Strafsystem erfüllt. Das glaube ich nicht. Und wir sind als Muslime sowieso davon überzeugt, dass Gott am allerbesten weiß, welche Mittel dazu geeignet sind, Verbrechen in einem Land zu verhindern. Aber die Menschen haben nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, einfach nur härtere Strafen, das hält die Menschen von Verbrechen gar nicht ab. Dafür gibt es auch Beispiele in der heutigen Zeit. Das Problem daran liegt auch darin, dass Verbrechen in diesem Land Sinn machen. Ein Verbrechen in Deutschland macht Sinn. Man könnte sogar sagen, manchmal erfüllt es dir den Sinn deines Lebens. Denn was ist der Sinn des Lebens für die meisten Menschen in diesem Land, wenn du die fragen würdest? Die würden sagen, das Leben genießen. Und wie genießt man das Leben am besten?
Durch Konsum. Dadurch genießt man hier das Leben. Das heißt, für den Menschen, immer das allerneueste iPhone zu haben, das ist Konsum und ist für ihn der Sinn seines Lebens. Dadurch genießt man das Leben. Das ist der Sinn. Jetzt kann sich aber nicht jeder Mensch sowas immer leisten. Was ist jetzt mit jemandem, der sich kein iPhone leisten kann? Der eine oder andere wird vielleicht denken, okay, dann klaue ich mir halt eins. Aber ein iPhone zu besitzen, gehört ja für ihn zum Sinn seines Lebens. Und das ist das ursprüngliche Problem eigentlich in diesen Ländern. Wenn ich die Menschen dazu erzogen habe, dass Konsum der Sinn des Lebens darstellt. Aus kapitalistischer Sicht ist das wunderbar. Wenn ich Produkte verkaufen wollte, das Schönste ist, wenn ich Menschen habe, die davon überzeugt sind, dass sie nur ein weiterentwickelter Affe sind. Was Besseres kann denn nicht passieren? Denn um einen Affen glücklich zu machen, was brauchst du einfach nur? Eine Banane. Und du verkaufst den Menschen jetzt Bananen in allen möglichen Größen, Farben, Formen, Geschmacksrichtungen. Ist perfekt. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn die Menschen darin ihren Sinn sehen, dann werden die alles Mögliche auch dafür anstellen. Schau dir mal an, wenn du hier einen Menschen siehst, der 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat. Der flippt aus. Wow, der hat es doch geschafft, oder nicht? Ein Mensch mit 10 Millionen Euro, der hat es doch geschafft. Frag mal hier jemanden auf der Straße, wann er sagen würde, ein Mensch hat es geschafft. Das hat immer mit Reichtum zu tun. Und deswegen denkt er, wow, der hat das Höchste im Leben erreicht. Wenn du die Menschen dabei beobachtest, dann fällt es dir nicht schwer, dir vorzustellen, dass so ein Mensch auch ein Verbrechen begehen würde, um an 10 Millionen Euro zu kommen. Mich überrascht das überhaupt nicht. Die Menschen in einem islamischen Land oder im ursprünglichen islamischen Reich, heute ist das leider auch nicht mehr so, die wurden anders erzogen. Da war nicht derjenige, der am meisten Geld hat, der stellte automatisch die Spitze der Gesellschaft dar. Das war einfach nicht so. Das heißt, du bist aufgewachsen nicht mit diesem Sinn des Lebens, der darin liegt, Produkte zu konsumieren. Das war gar nicht so attraktiv. Du musstest nicht immer das neueste iPhone oder den neuesten Ferrari haben. Und wenn das gar nicht so attraktiv ist für dich und du dann eine harte Strafe siehst, dann begehst du sowas gar nicht. Heute hat man die Vorstellung im islamischen Reich, da müssen dann jeden Tag ganze Armeen von Menschen durch die Straßen gelaufen sein, die nur noch eine Hand haben. Aber das war nicht so. Das Strafrecht hat dazu geführt, dass Verbrechen kaum noch ausgeübt wurden. Wisst ihr, wo es die saubersten U-Bahnen der Welt gibt? Die saubersten U-Bahnen? In Singapur. Singapur hat die saubersten U-Bahnen der Welt. Wenn du in Singapur in eine U-Bahn steigst, dann siehst du ganz zu Anfang ein Riesenschild. Da steht drauf, wer in dieser U-Bahn etwas isst, zahlt bis zu 1.000 Dollar Strafe. 1.000, nicht weil du was schmutzig gemacht hast, nur dass du darin etwas isst. Die Menschen, die das lesen, die essen einfach nichts in der U-Bahn. Warum ist das so? Kennst du einen Menschen, der sagen würde, einmal in Singapur in der U-Bahn Hamburger essen? Das ist gar nicht so interessant für die Menschen. Und wenn sie dann eine harte Strafe sehen, machen die das nicht. Und dasselbe war mit den Menschen im islamischen Reich so. Diese Gedanke von Reichtum als Zentrum der Glückseligkeit, der war nicht so verbreitet. Und deswegen waren auch Verbrechen in dem Maße nicht so verbreitet. Jetzt kann man hier ja noch nachvollziehen, dass ein Staat einen Menschen bestraft, wenn er beispielsweise etwas klaut oder wenn er einem anderen Menschen Unrecht zufügt. Ich denke, das ist in jedem Land der Welt so. Aber das macht der Staat ja nicht nur. Der Staat macht das ja auch, wenn du manchmal Gefahr läufst, dir selber Schaden zuzufügen. Man denke zum Beispiel an Vorschriften wie Anschnallen, Helm tragen auf dem Motorrad. Du darfst keine Drogen konsumieren in diesem Land. Man könnte ja immer sagen, wieso, das ist dem Menschen selbst überlassen. Lass ihn doch sich mit Kokain vollpumpen, ist doch sein Leben. Lass ihn doch ohne Helm fahren, wenn er vom Motorrad fällt, das ist sein Leben. Aber das macht der Staat nicht. Wenn der Staat eine Sache sieht, die einen Riesenschaden für einen Menschen bedeutet, dann hat er in der Regel auch eine Vorschrift dafür, um das zu unterbinden. Was ist jetzt aus Sicht des islamischen Staates der größte Schaden, den ein Menschen sich selbst gegenüber anrichten kann? Das ist, wenn er seine Religion verliert. Das kann nicht unbedingt jeder nachvollziehen. Das mag jemand anders sehen. Aber aus Sicht des Staates ist es der größte Schaden. Größer geht es nicht mehr. Denn das hat Einfluss nicht nur auf dein Leben in dieser Welt, sondern auch auf das Leben danach. Und nicht zuletzt vor diesem Hintergrund gibt es auch in einem islamischen Staat eine Bestrafung dafür, wenn jemand seine Religion wechselt. Aus Sicht des Staates wäre es unverantwortlich, wenn es das nicht gäbe. Auch wenn ein Mensch in dem Moment das anders beurteilt. Das gibt es übrigens auch beim Anschnallen und beim Helmtragen. Es gibt mehr als genug Menschen, die sagen würden, wieso?
ist doch kein Schaden. Warum? Ich bin selber mal mit jemandem im Auto gefahren, der sagte, wieso soll ich mich anschnallen? Ist doch kein Thema. Trotzdem sagt der Staat, das ist ein Schaden für dich. Du musst das Ganze machen. Wir Muslime haben aber sowieso einen anderen Blickwinkel auf Religion. Religion ist hier in Europa eine Sache, es ist wie so ein Jackett, wie eine Jacke. Du kaufst einfach die, die dir am besten gefällt. Und wenn dir heute eine blaue Jacke gut gefällt und morgen eine rote, dann ziehst du halt morgen eine rote an. Warum sollte der Staat jemanden bestrafen, weil er eine rote Jacke anzieht? Lieber als eine blaue. Aber aus muslimischer Sicht ist Religion eine Abmachung mit seinem Schöpfer. Wenn jemand den Islam annimmt, dann hat er nicht einfach ein neues Jackett angezogen, sondern er schließt einen Vertrag mit seinem Schöpfer. Und das ist ein Vertrag auf Lebenszeit. Und wenn man einen Vertrag auf Lebenszeit schließt, dann kann man nicht irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr. Das ist hier übrigens nichts anderes. Hier gibt es auch Verträge auf Lebenszeit und an diese Verträge muss man sich auch auf Lebenszeit halten. Es wird niemand in einem solchen Staat gezwungen, einen solchen Vertrag einzugehen. Das ist dem Menschen freigestellt. Und deswegen hat es in unserer Geschichte auch immer im Islamischen Reich jede Menge Menschen mit anderen Religionen gegeben, sei es Juden oder Christen oder auch andere. Das Islamische Reich umfasste einmal ein Gebiet von Spanien bis Indonesien und von Kaukasus bis Südafrika. Und überall findet man dort noch zum Teil Jahrhunderte alte Religionen. Wir wurden nicht dazu gezwungen. Man muss sich nur überlegen, bevor man diesen Vertrag eingeht, ob man das auch möchte. Und aus einem ähnlichen Grund ist es auch in einem islamischen Staat nicht gestattet, eine andere Religion zu verbreiten. Es wird heute manchmal verglichen, oder zwei verschiedene Dinge miteinander verglichen, Äpfel und Birnen. Wenn jemand sagt, Bibel verteilen in Südafrika, in Saudi-Arabien ist doch das gleiche wie Koran verteilen in Deutschland. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Aus Sicht eines islamischen Staates möchte man natürlich Schaden von seiner Bevölkerung bewahren, abhalten. Aber das ist nicht der einzige Grund. Hier in Deutschland ist die staatstragende Ideologie die Demokratie, oder nicht? Deutschland ist kein christlicher Staat. Deutschland ist ein säkularer Staat. Es ist ein christliches Land, in dem Sinne, dass hier die Mehrheit Christen sind. Aber der Staat selber ist nicht christlich. Die Ideologie des Staates ist die Demokratie. Auch in einem Land wie Deutschland ist es mir nicht erlaubt, eine andere Ideologie zu propagieren. Ich darf mich dazu bekennen, ich darf die auch haben, aber ich darf nicht rumgehen und dafür Werbung machen und vielleicht aktive Schritte einleiten, um die staatstragende Ideologie zu beseitigen. Dasselbe ist in China so. In China ist die staatstragende Ideologie der Kommunismus. Ich darf auch dort nicht hingehen und eine andere Ideologie in dem Land verbreiten. Und in einem islamischen Staat ist die staatstragende Ideologie natürlich der Islam. Ich darf auch dort keine Ideologie verbreiten, die der staatstragenden widerspricht. Genauso wie das in Deutschland der Fall ist. Würde man das übrigens vergleichen wollen, dann könnte man Bibeln verteilen in Saudi-Arabien mit Koran verteilen im Vatikan vergleichen. Ich habe noch nicht nachgefragt, aber ich denke nicht, dass man dafür eine Genehmigung kriegen würde. Und das zu Recht. Es ist keine Kritik, kein Vorwurf oder etwas Ähnliches. Es ist für mich absolut nachvollziehbar. Vielen Menschen hier fällt das schwer nachzuvollziehen, warum überhaupt ein Muslim den Wunsch nach einem Staat hat. Muslimen verstehen sich selber nicht einfach nur als eine Religion, die ein bisschen über das Jenseits philosophiert. Muslime verstehen sich selber als eine Umma, als eine Nation. Das heißt, sie haben eine breite gemeinsame Kultur. Wenn heute jemand nach China geht, der wird ohne Probleme einen Muslim da identifizieren können. Wenn er einen Tag mit ihm zusammenlebt, dann wird er wissen, dass er Muslim ist. Weil die Muslime eine gemeinsame Kultur verbindet. Was macht im Endeffekt diese Nation der Deutschen? Was macht sie zu einer Nation? Das ist eine gemeinsame Kultur. Wenn man sich jetzt einmal vorstellt, die Muslime sind eine Nation von über 1 Milliarde Menschen, verteilt über den ganzen Planeten. 1 Milliarde Menschen, eine Nation mit so vielen Menschen, nur ohne Staat. Einen islamischen Staat in dem Sinne gibt es ja nicht. Es gibt zahlreiche islamische Länder. Aber das sind alles Länder, wo die Muslime die Mehrheit darstellen. Aber einen Staat selber, in dem Sinne nicht. Was ist denn ein Staat?
Ein Staat ist immer auch eine Institution, die die Interessen einer Gruppe vertritt. Wenn man hier beispielsweise Bundeskanzler wird in Deutschland, da muss man einen Eid leisten. Man muss schwören: Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft zum Wohle des deutschen Volkes einsetze, seinen Nutzen vermehre, den Schaden von ihm fernhalte, etc. Und das macht der deutsche Staat auch. Nicht nur hier in Deutschland, eigentlich überall auf der Welt. Wenn man im Ausland ins Gefängnis geht, dann kommt der Staat und versucht, etwas für einen zu regeln. Mindestens zumindest die Haftbedingungen erträglicher zu machen. Wenn im Ausland ein Deutscher entführt wird, bezahlt der Staat Geld dafür. Der deutsche Staat hat in den meisten Ländern Botschaften. Wenn man irgendwelche Probleme hat, kann man sich immer an die wenden. Wenn eine Revolution in dem Land ausbricht, dann kann man zur Botschaft gehen und die fliegen einen kostenlos nach Hause. Das heißt, der deutsche Staat vertritt die Interessen der Deutschen überall auf der Welt. Aber welcher Staat würde sagen, er vertritt heute die Interessen der Muslime überall auf der Welt? Einen solchen Staat gibt es ja gar nicht. Und jetzt stellte man sich diese Situation einmal umgekehrt vor. Man stellte sich vor, es gäbe 1 Milliarde Deutsche. Von Spanien bis nach China. Überall in Europa, in Skandinavien, in Russland und in China. In einigen Ländern mal mehr, mal weniger. Manchmal eine Mehrheit, manchmal eine Minderheit. Aber es gibt keinen einzigen Staat. Was würden diese Deutschen wohl machen? Ich bin mir sicher, die würden all ihre Energie aufwenden, um zumindest so etwas wie einen Staat herzustellen. Der Wunsch ist deswegen nicht fremd. Man kann nicht so komisch auf die Muslime schauen und denken, warum, was wollen die eigentlich mit einem Staat? Das ist etwas vollkommen Normales. Und andere Nationen würden das auch machen. Und wenn ich mir vorstelle, wie 1 Milliarde Deutsche, die von Spanien bis nach China verteilt sind, wie die einen Staat gründen würden, keine Ahnung, wie die das anstellen. Wahrscheinlich eher in Ländern, wo sie die Mehrheit sind. Wo man die Minderheit ist, macht man das in der Regel nicht. Auf welche Art und Weise, ich weiß es nicht. Vielleicht würden sie versuchen, in die Parlamente zu kommen. Ich denke, das ein oder andere Mal, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt, würde man das auch gewaltsam versuchen. Und ähnliche Erfahrungen haben wir auch in der Geschichte des Islams in den letzten 100 Jahren gemacht. Die Muslime versuchen das immer und immer wieder. Manchmal durch friedliche Mittel, gehen in die Parlamente in Ägypten oder in Pakistan. In vielen Ländern haben sich auch gewaltsame Gruppierungen gebildet. Und die Methoden, die sie anwenden, will ich in keinster Weise verteidigen. Darum geht man das auch gar nicht. Aber man muss irgendwann einmal verstehen, dass das Ausdruck ist von einem Wunsch der Menschen nach einem eigenen Staat. Und die versuchen das auf alle möglichen Art und Weise. Auch viele davon nicht vereinbar mit der Religion. Welcher Weg am Ende der richtige ist oder welcher zum Erfolg führt, das vermag ich nicht zu sagen. Und das sage ich alles auch nicht vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Monate. Ich meine das ganz allgemein. Ich betrachte die Revolutionen im Laufe der Menschheit und die meisten davon waren leider mit sehr viel Blut verbunden. Wenn wir die Französische Revolution betrachten, am Ende des 18. Jahrhunderts, würde man die Bilder heute sehen, würde man sagen, der französische Staat wurde von Terroristen gegründet. Was Ähnliches ist in Amerika passiert. Wie hat sich der amerikanische Staat gebildet? Durch mehrere Kriege mit den Indianern, dann gegen die Engländer und am Ende sogar untereinander, Nordstaaten gegen die Südstaaten. Russische Revolution war nichts anderes. Chinesische Revolution war nichts anderes. Und der deutsche Staat selber ist auch nicht dadurch zustande gekommen, dass sich alle Deutschen an einen Tisch gesetzt haben. Dem sind auch zwei blutige Kriege vorausgegangen. Dadurch soll das nicht gerechtfertigt werden oder schön geheißen werden. Im Gegenteil, ein Ziel der Scharia ist es, das Leben der Menschen zu bewahren. Aber es ist eigentlich nur eine Feststellung. Das lehrt uns eigentlich die Geschichte der Menschheit. Die Erfahrung zeigt uns aber auch, dass solche Zustände nie von Dauer sind. Sowas, was in der Französischen Revolution passiert ist, das wäre niemals über 50 oder 100 Jahre gegangen. Das sind Übergangsphasen. Und irgendwann normalisiert sich so ein Zustand wieder. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das irgendwann in den nächsten 100 Jahren einmal passieren wird. Nicht hier in Deutschland. Da muss keine Angst haben. Und ich kenne auch niemanden, der ernsthaft an so einem Projekt in Deutschland arbeitet. Ich meine, wie soll man sich das vorstellen? 4 Millionen Muslime in diesem Land. Was wäre, wenn die sich alle zusammentun würden und wollten hieraus einen islamischen Gottesstaat machen? Wie sollten die das anstellen? Nach Berlin marschieren? Was wäre ein realistisches Szenario? Das glaube ich nicht. Aber irgendwo auf dem Planeten doch, das wird irgendwann einmal in den nächsten 100 Jahren kommen. Man kann über 1 Milliarde Menschen nicht auf Dauer daran hindern, dass sie einen Staat bilden, zu dem sie sich bekennen. Auf Dauer ist das unmöglich. Und ich hoffe nur, dass man hier im Westen auch bis dahin so
diese Reflexsituation, diese Reflexreaktion abgelegt hat. Ich beobachte in den letzten Jahrzehnten, dass wenn man hier hört, dass irgendwo auf der Welt Scharia kommt, da ist die erste Reaktion, da muss man was gegen unternehmen. Und da sind die Menschen besorgt. Und da werden oft genug Flugzeugträger losgeschickt und ich weiß nicht was. Selbst als dieses Jahr, als das in Brunei passiert ist, sofort war der amerikanische Präsident besorgt. Vor 20 Jahren in Algerien hat es dasselbe gegeben. Damals auf demokratischem Wege. Die Muslime haben die Wahl gewonnen und überall war man plötzlich besorgt. Riesenbesorgnisse und irgendwas muss man doch dagegen unternehmen. Das ist so ein Reflex, der eingebaut ist im Westen. Auch das sage ich nicht vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse. Ganz allgemein. Wenn man hier im Westen hört, irgendwo auf dem Planeten gibt es so etwas wie Scharia, ein islamisches Land, dann verfallen die Menschen in Angststarre. Wenn man mal 100 Jahre in der Geschichte zurückgeht, da hat es noch ein richtiges Kalifat gegeben. Ein richtiges Kalifat. Und nicht zwei, drei Städte. Das ging von Bosnien bis nach Irak. Eigentlich hätte doch die Welt sofort aufhören müssen, sich zu drehen und untergehen. Mit denen kam man normal klar. Manchmal hat man Kriege gegen die geführt, manchmal mit denen zusammen. Man hat mit denen Handel getrieben, diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das war alles möglich damals. Das geht also. Aber ich bin mir sicher, wenn man diesen Reflex nicht irgendwann ablegt, dann werden die nächsten 100 Jahre auch nicht weniger blutig als jetzt. Aber was ist jetzt mit dem Muslim, der hier in Deutschland lebt? Man hat hier den Eindruck, wenn ein Muslim in Deutschland lebt und sagen würde, dass Scharia ein Teil der Religion ist oder sich zur Scharia bekennt oder etc., das wäre irgendwie ein Riesendrama hier. Aber der deutsche Staat gestattet das ausdrücklich. Hier in Deutschland leben viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Ländern auf dem Planeten. Und nicht alle von denen haben dieselben Vorstellungen von einem Staat, wie das die Menschen in Deutschland haben. In Deutschland leben 80.000 Chinesen. 80.000. Ich war früher oft in China. Wenn du mit den Menschen da redest, viele von denen sind begeistert vom chinesischen Staat. 20 Jahre Fortschritt, ohne jede kleine Reform 5 Jahre im Parlament zu diskutieren. So reden die da manchmal. Viele von denen leben hier. Ist das ein Problem? Wenn ein Chinese durch die Straße läuft und sagt, China finde ich toll, interessiert das keinen. Wenn ein Muslim durch die Straße läuft und sagt, Scharia finde ich toll, der wird zur größten Bedrohung des 21. Jahrhunderts. Für einen Muslim selber ist das eigentlich, oder er kommt damit in kein Gesetz in Konflikt mit in diesem Land. Wir haben, wie gesagt, Menschen von überall auf der Welt und die haben verschiedene Vorstellungen. Und auch der Muslim hat das. Aber dem Muslim traut man nicht zu, dass er eine Meinung friedlich vertritt. Das ist so ein Image, was die Muslime haben. Wir haben zum Beispiel die Meinung, dass eine Frau, die auf die Straße geht, sich mit einem Kopftuch kleiden sollte. Das ist kein Geheimnis, das ist eine Meinung von uns. Aber habt ihr schon mal gehört, dass muslimische Banden durch die Straßen ziehen und die deutsche Frau unter die Burka zwingen? Nein, das ist unsere Meinung. Wir vertreten diese Meinung, aber wir kommen auch damit klar, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Bei uns in der Religion ist auch Alkohol nicht erlaubt. Ja, wir trinken keinen Alkohol. Aber wir ziehen nicht durch die Straßen, überfallen Restaurants und Bars und verbieten denen Alkohol zu trinken. Die Menschen haben ja eine andere Meinung. Das Gesetz sagt etwas anderes, man kommt damit klar. Aber das Image, was die Muslime immer und immer wieder, oder was auch gefördert wird, ist, dass ein Muslim, der eine Meinung vertritt, einem anderen Menschen seine Meinung nicht lassen kann. Ich denke, wir sollten in einem separaten Vortrag noch einmal auf diesen Punkt eingehen. Aber bis dahin kann man zumindest Folgendes festhalten. Die Menschen in Deutschland brauchen sich um sowas überhaupt keine Sorgen machen, was verschiedene Bekenntnisse zu Staaten, Verfassungen etc. betrifft. Hier leben 100.000 Amerikaner und alle finden die amerikanische Verfassung toll. Hier leben 80.000 Chinesen und viele von denen finden auch die chinesische Verfassung toll. Das ist alles kein Problem. Und auch der Muslim, der in diesem Land lebt, der darf auch zu seiner Meinung stehen und sagen, meine Vorstellung von einer Verfassung oder von einem Staat ist eine andere.